Wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich bin gerade in der Vorbereitungsphase für meinen Urlaub. Wir fahren 2 Wochen nach Kroatien und deswegen nehme ich heute noch ein paar Videos auf. Vielleicht noch morgen, damit wir einfach genug Videos haben. Und heute machen wir etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir besuchen eure Server. Diesmal nehmen wir alle Server, die wir auf dieser Minecraft-Server-EU-Liste finden, weil da immer so tolle Beschreibungen dabei sind. Und die werden jetzt von Horst vorgelesen. Der erste Server, den wir besuchen, nennt sich Craft Engine. Da bin ich jetzt mal gespannt, was uns da erwartet. Jo, was haben wir hier für einen Bums? Mein Gott, leck mich schon. Schön. Craft Engine, hört sich toll an. Minecraft Version 1.8.8. So, jetzt habe ich schon mal eine ernst gemeinte Frage. Wieso zum Geier macht man 2020 noch einen 1.8-Server? Das kann schon keiner erzählen. Leck mich am Mocker. Gut, lesen wir es uns mal durch. Also, was haben sie denn alles in Minecraft-Server? Ja, logisch. Teamspeak, oh, wie innovativ. So. Das Serverkonzept des Craft Engine folgt dem Ziel, hör mal, da muss noch eine Leerstelle rein, jedem Spieler das volle Spielerlebnis zu ermöglichen, ohne Geld bezahlen zu müssen. Finde ich als allererstes immer sehr ehrenhaft, wenn das natürlich funktioniert. Ist ja traumhaft, aber ist immer so eine Sache. So, es, nochmal Leerstellenfehler, es besteht die Möglichkeit, Zusatzfunktionen wie eine servereigene Ingame-Währung zu erwerben. Ah, also kann man doch Geld ausgeben. Diese, also das ist hier jetzt schon drin. Hör mal, ihr solltet, ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Aber da solltet ihr nochmal drüber gucken. Diese Werbung nennt sich Coins. Hätte ich mir vielleicht schon andere Namen einfallen lassen, so, ja. Und kann durch den Verkauf von Items in der Mall oder durch das Ausführen von Jobs erhalten werden. Punkt. Deswegen, also da sind auch ganz viele Grammatik- und Punkt-Komma-Fehler drin, Freund. Des Weiteren arbeiten wir mit einem Warp-System, welches es ermöglicht, per Warp-Command andere Dimensionen, bla, ja, Warp mit alles das Gleiche, das kennt man ja schon. So, unser Team ist sehr bemüht, um neue Funktionen zu sorgen, um den Spielern die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Für deinen täglichen Vote bekommst du automatisch viele Bewohner. Leck mich schon. Sag mal, wer hat diesen Text geschrieben? Hast du mit dem Handy geschrieben oder warum fehlen da überall Leerstellen? Ah, leck mich dann. Hier, Votestreak. Warum wird jetzt Votestreak zusammengeschrieben und das S dann groß? Was zum... Was? Und wenn es getrennt geschrieben werden sollte, dann ist es auch falsch. Ah, leck mich doch. Oh mein Gott. Ja, wird erhöht mit mehr Rängen. Ah, mein Gott. So, besondere Items bekommen kannst. Bei uns ist Redstone immer eingeschaltet und funktioniert ohne Einschränkungen. Ja, mach das mal, wenn du mal ein paar Spiele auf dem Server hast. So, solange Spieler wie zum Beispiel Plot Owner oder Plot Member online sind, halb- und vollautomatisierte Farmen sind bis zu 100 Slots pro... Ich meine, das ist echt... Das ist ja voll schwer zu lesen. So, ein paar Funktionen. Ja, schade. Das sind alles ganz normale Plot-Square-Befehle. Da ist nichts Eigenes dabei. Das haben wir auch. Das ist ja okay. Worauf wartest du nur? Also ganz im Ernst, auf einen innovativen Server würde ich warten. Aber never, change a running system by his cover. Nee, Quatsch. Bewerte nie das Buch nach außen. Ihr versteht hier mit Cover. Und dann leck mich doch. Kann kein Englisch. Also Fakt ist, wir gucken uns den auf jeden Fall an. Wir nehmen mal die IP craftengine.de. Ich bin mal gespannt, meine Freunde, ja, was der Exi dazu zu sagen hat und ob das überhaupt so funktioniert. So, dann wollen wir uns mal diesen ganzen lustigen Kram hier angucken. Mal gucken, oh, via Backwards und via Version scheinbar drauf. Ich bin nämlich mit der 1.12 ohne Probleme geconnected. Das finde ich sehr schön. Wir kommen auf Craft Engine. Du hast 3 normale Crates als Geschenk bekommen. Was und benutze Neuling, um einen guten Start zu haben. Ja gut, das machen wir natürlich. Was kriegen wir denn? Job annehmen, ab zur Mall. Ach, das ist ein Questlog. Hol dir den Grundstück, baue dein erstes Haus, vote für den Server, öffne die Crates. Ah ja, okay. Also, ich verstehe. Das ist quasi für die Neulinge, so wie ihn, ist das quasi hier einfach mal die Möglichkeit zu gucken, ne? Sag ich jetzt mal, wie funktioniert so ein Server? Also, hier haben wir auf jeden Fall Crates. Das Crate-Plugin kommt mir sehr bekannt vor. Wir gucken uns das mal kurz an. Ja, 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 das kommt mir sehr, sehr, sehr bekannt vor, dieses Crate-Plugin. Übrigens, dadurch, dass das so langsam ist, merkt man, dass der Server nicht sehr schnell tickt. Außer die haben das mit Absicht nochmal ein bisschen umgebaut. So, warum kommt mir dieses Raid-Plugin so bekannt vor und warum kriege ich die Items nicht da raus? Also es ist ja schön, dass das... Okay, scheinbar nicht. Alles klar. Also, das hat schon mal nicht funktioniert. Das sind... Wer ist denn das? Ach so, Top-Online-Zeit. Würde ich ehrlich gesagt direkt rausschmeißen, weil warum sollten Teamler dort stehen? Das sind Teamler-Obvious, oder? Sind das, oder nee, wenn es keine Teamler sind, habe ich nichts gesagt. Es ist auch kein Teamler online. Ich bin Crafter? Wieso bin ich Crafter? Warum habe ich jetzt einen Rang bekommen? Ja, das sind so Dinge, ich weiß es nicht. Slash Neuling, wie gesagt, finde ich cool. Ja, werde ich klauen.
Ganz dreist. Das klaue ich. Also lieber Server, wir werden das bei uns einbauen. Und ja, ich habe es von euch geklaut. Ich finde die Idee wirklich toll. Habt ihr, ey, meine ich ernst, finde ich eine super Idee. So, guck mal weiter. Ah ja, hier geht's schon los mit den Straßen. Ich würde nie wieder in meinem ganzen Leben auf der Straße Sachen mit Inventories und Fake-Inventories setzen. Ihr werdet irgendwann verstehen, warum. So, keiner feiert dich. Oh, wer streitet denn da, Mann? Horstblock, keiner feiert dich. Sag das mal deiner Ma. So, dann mal kurz den User weggeschlachtet. Das muss natürlich auch immer mal zwischendurch sein. Weiter geht's mit ganz normal. Also ich guck mir jetzt die Jobs an, weil wir brauchen jetzt hier nicht P-Auto machen. Das bringt nicht viel. Das ist Plot Squared, Leute. Da kann ich nicht, also was wollen wir Plot Squared tausendmal angucken? Ich hätte auch wieder hier einen Tipp. Einfach nur Tipps von mir, ne? Ich würde hier immer außenrum, grundsätzlich würde ich quasi claimen und das dann erst den Leuten geben, die gut bauen oder die ein bisschen schöner oder größer gebaut haben, weil im Endeffekt hast du hier jetzt außenrum direkt am Spawn überall so hässliche Grundstücke, wo einfach nichts passiert. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Komm, lass 1 und 1 Real Life. Machen wir es einfach ganz einfach so, zerschlachten wir ihn. Weiter geht's an dieser Stelle mit den Jobs. Ich glaube, die Jobs sind sinnvoll. Die gucken wir uns einfach an. Die Jobs sollten wir, ja, das ist zumindest sinnvoll. War da ein Jobcenter? Lieber Dev und lieber Ona, seht ihr das? Diese Holos drehen sich by the way mit. Würde, wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Holo da überhaupt lassen würde. Ja, hier kannst du deinen Job annehmen und deine Coins abholen. An sich natürlich verständlich. Ja, natürlich verständlich. Hier haben wir jetzt die Jobs. Was könnten wir? Bergarbeiter, Holzfäller, Jäger, Fischer. Ist so ein bisschen standardisiert. Ich hätte es irgendwie ganz cool gefunden, wenn das was anderes gewesen wäre, weil das hat man immer. Wir persönlich wollen kein Jobsystem aus Gründen. Du hast den Job. Ja, ich hab jetzt Holzfäller. Ich bin Holzfäller. Aber wo mach ich das? Also, wie würde das jetzt hier quasi weitergehen? Wir sind aktuell noch in der Beta. Es können auch in Box. Das ist ja normal, ne? Melde dich beim Team. Gut, ist jetzt gerade keiner online. Also, Developer, Builder, Contents. Contents. Die Designer zu. Achso, die suchen. Oh, das ist eine lange Liste. Das wird schwer. Also Supporter, da findet ihr sofort welche. Das kann ich euch garantieren, weil Supporter sind einfach tatsächlich mega. Die gibt es wie Sand am Meer. Also jeder möchte Supporter sein. Ich bin gerade echt am überlegen, wie es hier offensichtlich weitergeht. Ah, Junge, ich weiß halt gerade nicht. Ich würde jetzt einfach mal standardisiert Warp Farm machen. Dann machen wir mal Farmwelt. Gucken wir mal, wo da hinkommen. Ach, Warps. Soll ich jetzt echt Warps? Entschuldigung. So rum. Okay, ja, weiter. Jetzt sind wir in der Farmwelt. Okay, das hat schon mal funktioniert. Wie ihr kurz gesehen habt, ist hier eine Anti-X-Ray-Protection drauf. Erinnert mich nicht daran, meinen Bright komplett hochzuschrauben. Man hat keine Anfängersachen. Also man hat keine Items. Haben wir auch nicht. Ist ja auch kein Muss. Es ist ja auch nicht irgendwie so, dass man das haben muss. Aber es ist immer ganz schick, ne? So gerade was Essen angeht. Bei uns zum Beispiel /Vote, dann kriegt man direkt Steaks und Dias. Für den Anfang immer ganz praktisch, ja? Hier könnte man also jetzt seinen Job ausüben und auch quasi sein Geld dann bekommen. Hub gibt es nicht. Okay, Spawn. Ah, wenigstens das. Oh, das ist in einer Welt. Die benutzen also keinen Bungee-Cord. Könnte schon ein bisschen knapp werden, diese ganze Geschichte. Ist immer so, ich finde es schwierig, ja. Ich finde das ganz schwierig, wenn man keinerlei Dings benutzt. Ich würde da schon ein bisschen Bungee-Cord, Multi-Bungee-Cord arbeiten, ne? Multi-Proxy-System. Alleine nur, wenn mal ein paar mehr Spieler drauf sind, dann merkt man das. Dann ist man auch mal ganz froh, wenn man das irgendwie hat. Aber sonst finde ich jetzt hier nicht wirklich. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich bin ganz ehrlich, kein, also no hate, weil es ist ja ein Server, der ist gerade entstanden, aber wenn man 2020 einen City-Build-Server macht, dann erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr. So. Natürlich, unser Server ist auch nicht irgendwie entstanden und hat alle Features gehabt, die er heute hat. Das ist natürlich auch Bullshit. Wir haben da 2 Jahre dran gearbeitet und arbeiten ja nach wie vor dran. Ihr wisst es, wir sind jetzt bald in der 1.16. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Real Talk, das ist hier halt nicht viel. Ne? Also wir haben jetzt hier eine ganz, ganz, ganz normale Standard-Plot-Welt. Plot Squared einfach drauf. Wir haben ein Jobsystem, was auch einfach nur ein fertiges Plugin ist. Wir haben Crate-fertige, die scheinbar nicht funktionieren. Also ich habe mein Item auf jeden Fall nicht erhalten gehabt. Könnt ihr ja nochmal probieren. Das ist auch dasselbe Plugin, kennen wir sehr gut, kennen wir das sogar. Und diese Crates, normale Crates, gut, ich müsste jetzt natürlich mal diese anderen Crates sehen, was da drin ist. Das habe ich jetzt erhalten, ne, so vorhin. Die Rüstung habe ich nicht gekriegt. Scheinbar noch so ein bisschen verbuggt. Da solltet ihr nochmal drüber schauen. Gewinn Lapis, er hat Lapis gekriegt. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich wüsste jetzt keinen guten Grund, warum ich hier spielen wollen würde. Es gibt ja kein Wirtschaftssystem. Zumindest kein offensichtlich. Ich weiß nicht, ob die Jobs benutzen, das würde mich interessieren. Pass auf, die hatten doch irgendwas von einem Mall geschrieben. Es gibt aber keinen Plot namens Mall. Wir können uns aber in einem Mall bewegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind in einer Mall gelandet. Sehr schön. Wir haben doch noch was gefunden, was wir uns angucken können. Scheinbar auch eine eigene Welt. Da hätte ich vielleicht einfach nur ein PH gemacht. Aber ey, muss jeder selber wissen. Also das, was sie hier gemacht haben, das machen zum Beispiel bei uns die User komplett selber. Solche
Malls, solche Shops. Die haben das jetzt hier quasi nochmal auf Admin-Seite gemacht, dass man hier quasi einkaufen kann. Ja, genau. Schönes Anteil kaufen. Hier kannst du einen Anteil kaufen. Standeskaufen. Kommst du jedes Mal Geld, wenn jemand sich ein Item am Stand kauft. Rein wirtschaftlich würde ich das eher im Auge betrachten. Also ich würde das echt stark kontrollieren. Wenn nicht, dass man dadurch eine unendliche Geldquelle hat. Im Endeffekt kannst du dann ja jedes Mal, ja, naja, du kannst kaufen, verkaufen. Also könnte man ein bisschen rumtricksen damit. Ich bin mir da bloß nicht so sicher. Items verkaufen, also das ist Sachen, die ich verkaufen kann und kaufen. Ah ja, Standard. Ja, das so, wie ich es mir gedacht habe. Was gibt's noch? Schnell, das will ich mir noch angucken. Dann ist die Folge aber auch schon wieder verleckt. Mich schön. Wie schnell vergeht die Zeit? Der Special-Händler. Was macht der? Wolle? Was verkaufst du denn? Ah ja, Spawner. Das ist auch nur einmal auf Lager. Mhm. Also wenn es ausverkauft ist, weg? Oder Versandkosten gibt's auch? Das gibt's nicht mehr. Ist nicht mehr auf Lager. Was macht ihr dann, wenn die leer sind? Füllt ihr die nach oder sind die nur einmalig? Sieht auch so aus, als ob diese Mall hier eine, ja, sehr offensichtlich eine Schmettig gewesen, weil jetzt hier einfach gesperrt. Ist ein bisschen traurig immer, wenn man so viel Platz dann hat. Ja? Also ich würde vielleicht das tatsächlich so eher in so ein bisschen Spielerbereich machen oder eine andere Mall wählen. Was haben wir noch hier? Der Nahrungshändler. Ja, Hygiene ist ja, wird hier groß geschrieben. Ja, beim Händler ist überall Blut. Also der Schlachter, dass da vielleicht ein bisschen Blut liegt, okay. Aber beim Händler, da muss da Blut auf dem Boden liegen. Hör mal. Steine kann man hier noch kaufen. Also Werkstoffe. Weil das ist ja alles Gold, ne? Das ist ja alles Gold, was glänzt. Und Auktionshaus kann ich mich sehr gut dran erinnern. Hatten wir ganz am Anfang. Kommt jetzt demnächst auch wieder. Problem war nur, wir hatten damals so ein fertiges Plugin. Und dieses fertige Plugin, oh mein Gott, damit konnte man auf 800 verschiedene Arten und Weisen dupen. Deswegen haben wir es dann rausgeschmissen. Und seitdem haben wir es einfach nicht irgendwie geschafft, nochmal ein neues zu machen. Naja, sei es drum. Meine Freunde, ich würde sagen, das war eigentlich schon die ganze Folge. Wir sind am Ende angekommen. Wenn ich mir euren Server angucken soll, ja, dann haut es mir in die Kommentare. Denkt aber bitte dran, dass IPs und Links rausgefiltert werden. Also schreibt es ein bisschen so, dass man das quasi, ne, seht. Vielleicht keinen Punkt dazwischen und so. Ein bisschen nachdenken bei sowas. Und sagt mir mal, was von den Server ihr haltet. Schreibt mir alles mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.